Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Folge Foundry. Ja, und die Forschungspakete Level 4 sammeln sich langsam. 385 haben wir jetzt hier in dem Kasten drin. 86, da geht wieder ein bisschen was raus. Ne? Und das liegt daran, ich habe mal eine kurze Pause gehabt, habe aber auch ein paar Minütchen laufen lassen. Minütchen, Stündchen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, viele Stunden waren es nicht, es war ein gewisser Zeitraum. Ich habe mich damit beschäftigt, ein bisschen zu optimieren. Wir haben jetzt hier das Jetpack-Tempo laufen. Ich habe einmal noch die Abbaueffizienz, die war ziemlich teuer. Die habe ich angeworfen gehabt, ansonsten haben wir jetzt den unterirdischen Abbau haben wir drin. Schiffe ist jetzt freigeschaltet, das wird spannend. Und ja, auf alle Fälle eine ganze Menge Stuff, mit dem wir gut vorwärts kommen. Und da gibt es einige Punkte, die wir uns jetzt angucken können. Ich habe keine Ahnung, ob wir das heute alles irgendwie hineinbekommen in diese Folge, aber wir können versuchen, das Beste zu geben. Ja, ihr seht jetzt hier, es laufen aktuell 1, 2, 3 Gebäude. Manchmal laufen auf 4, manchmal auf 5. Das hängt ein bisschen von anderen Quellen ab. Ich habe hier und da überall ein bisschen geupgradet. Das bedeutet, wir gucken gleich mal uns das hier an. Ihr seht, ich habe jetzt hier in der Fertigung 4 Flüssigkeitsfertiger für die Energiezellen am Laufen. Die werden natürlich nicht alle bedient. Ne? Ihr seht, hier habe ich geupgradet. Da laufen aktuell auch nur 2 Gebäude. Ich weiß gar nicht, woran es hängt, um genau zu sein. Könnte man mal reingucken. Liegt es am Gas? Ich glaube, es liegt am Gas, oder? Ja, ich denke, es ist das Gas. Das Gas fehlt natürlich. Das heißt, wir könnten versuchen mit einer zweiten Destille, die ich aber nicht einstecken habe. Die müsste ich mal noch bauen. Das können wir mal noch machen. So eine Destillationskolonne noch anschmeißen. Irgendwann wird natürlich hier das Olumit ein bisschen ja, zur Neige gehen. Wir können aber gucken, dass wir in der Forschung, ich glaube, da gibt es eine Tiefenpumpe Level 2. Da kriege ich die erst später. Ah, ich weiß es einfach nicht. Es gibt aber eine Tiefpumpeneffizienz. Die können wir uns demnächst noch mit angucken. Tiefpumpe Level 2. Weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Hier haben wir, ja, aber doch, da steht 1. Also das heißt, es gibt bestimmt noch mal irgendwie eine zweite Variante davon. Das gilt es jetzt einfach mal abzuwarten. Ich würde jetzt hier dieses Gebäude mal so, wie es ist, einfach kopieren. Ja, wir müssen auf der Seite rein. Zack. So, und dann wird es wohl oder übel... Nee, Moment, das geht nicht, weil wir brauchen die Rückseite. Also packen wir die einfach mal mit einem Abstand davor. Als wir noch eine dritte anschließen wollen, wäre das dann der Punkt. Und dann geht es hier genauso. Einmal runter. Bauen wir das mal schnell zusammen und hoffen, dass wir ohne Rohre geht natürlich schlecht. Wir bauen die kurzerhand schnell im Inventar zusammen. Das geht fluffiger, als wenn ich jetzt erst anfange rumzurödeln. So, dann haben wir den hier. Ja, und so taste ich mich gerade auch Stück für Stück wirklich vorwärts. Was ich gar nicht so richtig weiß, ich habe jetzt die letzte Folge nicht nochmal durchgeguckt, ob ich mit euch durchgegangen bin, nochmal ein paar neue Mechaniken zum Thema zweistöckige ja, Produktion. Das können wir uns gleich mal anschauen. Da habe ich nämlich jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Okay, also es geht jetzt hier rein. Abgase müssen natürlich logischerweise auch hier raus. Das heißt, wir müssten mal das Ding hier wegbauen. Und müssten jetzt hier mal noch ein Teil. So, ah, Moment. That's wrong. So rum. Wird's besser. Und dann ist es hier eigentlich dasselbe Spielchen. Mal runter und den noch und dann haben wir eigentlich, glaube ich, diese Kolonne auch am Laufen. Abgase sind angeschlossen. Läuft die jetzt oder nicht? Die hat Öl? Die hat Probleme mit den Abgasen? Warum hat die Probleme mit den Abgasen? Müsste eigentlich laufen. Oder brauche ich eine zweite jetzt mal hier dran? Hab
Abgase wird aufgelöst. Pro Sekunde zerstören. Ich habe keine Ahnung, ne? Also da müsste jetzt theoretisch eigentlich noch ein bisschen mehr laufen. Die anderen Produkte, vielleicht setz mal das Rezept nochmal kurz zurück. Was wollten wir hier bauen? Auch Gas, ne? Jetzt wird produziert. Jetzt geht auch der Rest raus. Ist das richtig hier mit dem Gas? Boah, theoretisch, ne? Theoretisch läuft jetzt diese Produktionskette auch. Er nimmt aber das Gas nicht weg. Warum nimmt er das Gas nicht weg? Woran fehlt es jetzt schon wieder? Okay. Eigentlich ist genügend Material da, ne? Vielleicht pfeifen die auch nicht die ganze Zeit, sondern die arbeiten ja schon. Hier passiert gerade nichts. Weil... Ah, da fehlt es dann wiederum am Gas. Es ist noch ein bisschen weird, ne? Also wir haben theoretisch eigentlich Gas da. Ah, es ist nicht richtig angeschlossen. Okay, kennst du Idiot. Sehr gut. So, jetzt müsste es besser aussehen, oder? Ja, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Jetzt können wir hier auch die zweite Reihe einfach wegreißen. Ah ja, manchmal ist es so. Okay, perfekt. Damit haben wir jetzt die zweite Kolonne jetzt am Laufen und damit laufen auch ein paar mehr von diesen Kollegen hier. Wir werden mal sehen, irgendwann wird natürlich auch unser Olomit nicht mehr endlos da irgendwie durchballern können, sondern dann wird das da an der Stelle natürlich auch nochmal ein anderes Thema. Hier fehlt es natürlich auch an der einen oder anderen Sache, ne? Das heißt, Glas ist dann der nächste Punkt, aber solange wie wir, sag ich mal so, zwei Drittel von den Gebäuden irgendwie im Groben immer laufen haben, läuft ja auch die andere Produktion und ich denke, wir können damit sehr, sehr happy sein, ne? Also machen wir uns da mal keinen Kopf drum. So, wir schmeißen mal die nächste Forschung an und da geht's jetzt, ist eben auch nicht so richtig, hier reinhauen. Wir haben jetzt, glaube ich, ja, das ist das Jetpack-Tempo. Guck mal, wir sind jetzt schon eine ganze Ecke flotter. Das habe ich nämlich jetzt erforscht. Wir könnten Brennstäbe erforschen, wenn wir darauf Bock haben. Ich bin mir unsicher, ne, wir brauchen ja das Telluxid-Erz. Das wird jetzt hiermit freigeschaltet. Ich glaube, das ist eine Produktionsreihe, die sollten wir uns auf alle Fälle angucken. Und wir sollten, und das wird nämlich jetzt nochmal spannend, wir haben nämlich diese Erzschürfer. Und die können, was können die denn eigentlich alles? Lass uns mal so einen Erzschürfer bauen. Ich muss den mir mal angucken. Das wäre so eine Sache, wo ich sage, das könnten wir uns heute mal anschauen. Okay, müssen auf eine abbaubare Erzader gerichtet sein. Sehr schön. Wir haben Dynamit. Wir haben sogar eine Frachtschiff-Zielrampe, eine Frachtschiff-Startrampe und wir haben so einen Erzschürfer. Und wisst ihr, was wir noch haben? Wir haben hier oben irgendwo eine Ader. Ich weiß gar nicht, das ist X. Ich glaube, das ist die Ader, die ich letztens, die ich meine. Die können wir uns mal angucken. Die sieht ultra spannend aus. Jetzt habe ich gerade ein bisschen einen Schrecken gekriegt, weil ich hier das Dynamit zünden wollte, was ich aber gar nicht einstecken habe. Das Ding wollte ich mir angucken. So, pass mal auf. Schmeiß mal hier mal an. Guckt euch dieses Gerät an. Das ist nämlich eine Telluxid-Erzader. Und da bin ich mal echt gespannt, wie das funktioniert. Denn die hat Zugangspunkte, wie ihr hier seht. Und dazu müssen wir aber irgendwie unter die Erde. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Im Minus, da sind ja, sind das die Höhen?
glaube, ne? Vorne steht immer die Höhe. Minus 63, minus 94, minus 97, minus 140. Also auf minus, auf nee, das ist nicht minus, das ist, glaube ich, nee, doch. Minus. Ne, das ist immer die Höhe. Und das andere sind sozusagen die Koordinaten. So sind sie ja auch in dem Sinne. Wir müssen mal schauen. Wir können uns jetzt mal hier mit Dynamit einfach versuchen, runterzusprengen. Und versuchen, das Beste rauszuholen. Ich weiß nicht, was mit dem Wasser passiert hier unten. Aber das läuft natürlich jetzt hier volle Pulle runter, ne? Kann ja mal zwei Erdblöcke hier reinballern. Und vielleicht hier drüben noch welche abbauen. Und die können wir mal auch kurzerhand hier hinbauen. So, eins, zwei, drei. So. Da ist noch ein Loch drin. Ah, okay, verstehe. So, jetzt haben wir das hier halbwegs dicht, oder? Oh, ich glaube schon. Ja, jetzt ist es halbwegs dicht. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir beim Sprengen vielleicht ein bisschen weiter rüberrutschen. Und dass wir hier ein bisschen weiter drüben uns aufsprengen. Ich will auch hier drüben nichts kaputt machen. Okay, hier ist die Ader, ne? Das sehen wir jetzt schon. Und an der Ader müssen wir uns jetzt irgendwie nach unten kämpfen. Bis zu so einem Punkt, wo wir einen Zugang haben. Also so habe ich es jetzt zumindest mal verstanden. Okay, gucken wir mal. Da muss ein Zugang sein. Seht ihr das? Da unten. Das ist nicht mehr so sehr weit. Ich hoffe, das kriegen wir alles rausgesprengt. Sind Höhe 111. 107. Ein bisschen das Licht anmachen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Ja, Eloxid-Erzader. Sehr schön. So ungefähr soll das jetzt hier also aussehen. Das heißt, wir sprengen jetzt mal an einem großflächigen Bereich hier ringsrum einfach mal noch ein bisschen was weg. So, da wird noch ein. Rümster. Ja, und einfach damit's... Ja, können wir ruhig noch ein bisschen mehr. Können wir ruhig großflächig hier mal ein bisschen Platz machen, ein bisschen aufräumen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie viel Platz wir brauchen dafür. Okay, so, das wäre das. So, und dann packen wir hier einfach mal Plattform hin. Dann wäre jetzt hier die Frage, kriegen wir hier den Erzschürfer hin? Der muss ja auf Erzader ausgerichtet sein, genau so. Okay. Und Kollege braucht natürlich eine Netzanbindung. So ist jetzt die Frage, arbeitet der, mit was für einer Spannung arbeitet der? Hochspannungsnetz. Okay, das ist simpel. Das bedeutet also, wir können einfach Strom über... Ja, das müssen wirklich ganz schön hoch. Guck mal an, wie das hier aussieht. Hier kommen wir ja direkt im Wasser raus, ne? Ich glaube, ein Fahrstuhl wäre cool. Den brauchen wir, glaube ich, eh. Lastenaufzug werden wir ja auch brauchen, ne? Irgendwie muss ja der Kram dann transportiert werden. Hier hinten haben wir schon ein Förderband. Mal, das kommt schon hier hinten raus. Das ist ein blaues Förderband. Das gibt's gar nicht in unserem Fall. Hier können wir aber theoretisch dann einfach unser grünes nochmal anschließen. Ah, okay, jetzt ist es auch grün. Nett. Okay. Heißt also, das Ding müssen wir jetzt irgendwie hier anschließen. Ich würde hier ganz gerne mal noch einen Fahrstuhl hinbauen. Das machen wir mal. Aufzug können wir hier hin machen. Und wir gucken mal, wie weit wir hoch müssen. Und dann können wir nämlich... denke ich, irgendwie noch ein bisschen Strom nach unten legen. Und wir brauchen aber auch noch große Strommasten, um einfach auch ein bisschen weiter noch zu kommen. Und dann können wir uns hier drüben lang bewegen. Das wäre jetzt nochmal so mein Punkt. Zeigt mal her. Also elektronische Komponenten. 5, okay, Polymer haben wir, glaube ich, ein bisschen was einstecken. Ich muss bei dem Rest mal noch etwas aufräumen. Ne? Das brauchen wir jetzt alles nicht. Das brauchen wir nicht. Das haue ich jetzt auch mal weg. Ich weiß, es sind alles ein paar Materialien, aber ach,
Welt ist so unendlich erweiterbar, deswegen mache ich mir jetzt hier gar keinen Kopf drum, ob wir jetzt von der einen oder anderen Sache ein bisschen mehr oder weniger da haben. Okay, hier ist im Übrigen mal dieses Prinzip, ne? Hier habe ich zwei Fahrstühle stehen. Hier bin ich auf zwei Etagen, ne? Weil ich hier zwei Sachen nach oben transportieren muss. Da geht eins hier in den Fahrstuhl, das andere geht in den anderen Fahrstuhl und mit dem anderen Fahrstuhl geht auch die Ware wieder nach unten. Ne? Das wäre mal so ein etwas vereinfachtes System. Hatte ich ja hier drüben schon mal gefragt gehabt. Keine Ahnung, ob da Kommentare kamen. Ne? Hätte man hier genauso lösen können. Habe ich auch hier hinten so gemacht. Oh, da gibt es eine Quest. Auch nice. Hier sieht ihr das auch, ne? Hier habe ich die Zerkleinerer laufen hier teilweise. Die laufen auch alle durch, ne? Das ist so krass. Ihr seht das hier mit den Ärzten. Bin ich auch gerade dabei, nochmal ein bisschen zu straffen und über zwei Etagen zu fahren. Das seht ihr hier. Um einfach noch mehr Effizienz dann in unsere Gebäude reinzukriegen. Also einfach, um mehr Durchsatz zu haben. Da bin ich mal gespannt, wie wir das dann noch, wie sich das dann noch verfeinert. Denn im Moment arbeiten wir ja wirklich nur, ich finde, das reicht, ne, mit den 6 pro Minute, denn man lässt einfach ein bisschen AFK laufen und so und dann geht das schon. Aber ihr wisst ja, im Factory Game muss es halt immer ein bisschen mehr sein. So, wir machen mal noch ein paar mehr Strommasten groß. Ich denke, die werden wir einfach brauchen. Da brauchen wir noch ein paar Polymerplatten, das ist, denke ich, kein Thema. Die werden ja hier gefertigt. Genau. Da guckt man dann immer noch mal 200 Stück raus, da können wir noch mal 40 Stück bauen. Stahlträger wäre das nächste, können wir auch noch ein paar holen, die haben wir, denke ich, auch mehr als genügend. Die sind hier drin, genau, guck mal, da ist nämlich alles voll. Und dann haben wir auf jeden Fall erstmal ein paar Strommasten parat und dann müssen wir natürlich den Strom noch irgendwie darüber bekommen. Machen wir jetzt mal mit einem, das ist ein kleiner oder ein großer Strommast? Klein und das sind die großen. Ja, wäre nett, wenn wir den jetzt hier irgendwie so hinbekommen. Haben wir den hier angeschlossen? So? Okay. Ist er zu weit weg? Nee. Ist er nicht. So geht's. Genau, mit denen können wir uns jetzt irgendwie hier rüber kämpfen. Sieht nicht wirklich hübsch aus, aber es ist okay. Was ich nicht weiß, das wird dann auch nochmal ein Punkt, aber ich glaube, das wird zu viel für eine Folge, wie wir dann diesen ganzen Kram reichen die neigen. Wir haben eine viel größere Reichweite als das, was ich hier gerade antease, ne? Ist, glaube ich, Schluss. Ah, guck mal, da kommen wir nämlich viel, viel weiter. Das Ding ist halt, ihr braucht immer den Platz unten drunter, ne? So. Ah, so. Und jetzt könnte man natürlich mit Wandhalterungen nach unten gehen. Ich denke, ich will es mal versuchen, dass wir es irgendwie über den Fahrstuhl lösen. Wo ist denn die Ader? Da gehen wir nach unten. Okay, das heißt, ich bin hier eigentlich falsch. Und die Höhe wäre, lass uns mal gucken mit dem Fahrstuhl, 129. 129. Ballern wir jetzt hier einen Fahrstuhl hin. Also nochmal Dynamit irgendwo an einer Seite. Ich denke, hier ist ganz gut. Aber da springe ich jetzt natürlich hier erstmal wieder den Kram weg, ne? Nehmen wir das hier mal weg. So. Dann können wir mal das Dynamit sprengen. Sehr schön. Und dann machen wir hier drüben auch nochmal so eine Ladung hin.
denke ich, haben wir hier hinten hoffentlich. Was Sinn, wenn ich das hier dran haue? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte bloß nicht jetzt hier irgendwie was kaputt machen. Das wäre irgendwie ein bisschen doof gewesen. So. Lol. Okay. So. Okay, damit haben wir, denke ich, genügend Platz. Egal, wo der Fahrstuhl jetzt rauskommt. Das werden wir mal sehen. Lastenaufzug muss ja dann auch nochmal irgendwie daneben. Also wir werden hier... Wo ist denn der Anschluss für den Strom? Der ist auf dieser Seite jetzt rechts. Genau, und den will ich mal hier so einfach... Den lassen wir mal so. So ist es gut. Genau, da können wir hier Strom anschließen. Und dann werden wir jetzt hier mal noch... Was habe ich gesagt? 129, 130? Irgendwie so in dem Dreh. Ja, wir machen das Config-Fenster. Das wäre hier in dem Sinne unten. Ich habe mir im Übrigen angewöhnt, da zu schreiben, Erz. Es ist im Endeffekt egal, weil man weiß ja, wo man ist, ne? So. Und dann gibt es eine zweite Etage und das wäre dann oben. Oberfläche. Und die machen wir jetzt, was habe ich gesagt? Ich mache mal 130. Ich glaube, 130 ist okay. So, die muss ich jetzt natürlich erstmal bauen. Und dann wäre es hier, denke ich, ganz cool. Genau, zack. Und dann können wir den Kollegen nämlich hier anschließen. Und dann haben wir gleich unser Erz bekommen. Ziemlich nett. Wir bräuchten vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich zwei Sachen da anschließen kann. Einen. Ja, wobei, Licht brauchen wir nicht unbedingt, ne? Wenn wir das Erz hier rausgeben. Ich weiß nicht, wie das mit diesen kleinen Lastenfahrstühlen ist. Ja, wir können ja noch einen machen, ne? Wo ist denn das Zeug hier? Hier ein Transformator. Ich kann keinen kleinen Transformator bauen, weil ich keine kleinen Decken, weil keine Technumstäbe habe. Aber ich kann einen großen bauen. Da muss man halt einen großen bauen. Oh shit. Okay. ja, weil wir uns natürlich genau durchs Wasser bohren. Das ist interessant. Okay, kein Problem. Krieg ich gelöst. Kriegen wir hin. Ich habe keine Ahnung, ob das reicht, wenn ich jetzt einfach sage... Mal auf. So. Geht ja nicht, ne? So. Mich da rein. Da geht's rein. Hier ist trotzdem überall Wasser drumherum. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Wir können das jetzt nur probieren, aber ich glaube nicht, dass uns das viel bringen wird. Denn der geht ja hier einmal durchs Wasser. Ich meine, mich nervt das Wasser vom Prinzip nicht. Aber ich weiß nicht, ob das so geil ist mit Elektrizität und Wasser. Ihr wisst, was ich meine. Wir probieren das einfach mal. Ja, wie schief gehen kann es halt. Das ist eine Early Access Version. Es wird schon funktionieren. Kommt er darüber? Oma ist zu groß. Hä? Kann eigentlich nicht sein. Also kann, vielleicht liegt es am Wasser. Ich weiß es nicht genau. Wir werden es gleich feststellen. Ach, nee, war doch ein Größenproblem. Ist natürlich ein bisschen witzig, ne? Jetzt gehe ich hier wirklich... Naja, okay. Sei es drum. Also, wir rufen mal den Fahrstuhl. Gucken mal, ob wir unten Strom haben. Das ist witzig. Einmal nach unten.
Tatsächlich. Naja. Muss uns aber nicht zwangsläufig stören, denn dann haben wir halt hier einen kleinen Wasserfall, ne? Aber das Gerät läuft. Und das Erz ist auch da. Also eigentlich alles richtig gemacht. Und damit hat man jetzt nämlich einmal... Telluxiderzschotter. Ne? So, und den Telluxiderzschotter können wir, glaube ich, dann hier bestimmt zu Telluxiderz verarbeiten über den Zerkleinerer. Daraus können wir dann Barren in der fortgeschrittenen Schmelze machen. Wir können es aber auch im elektrischen Lichtbogenofen umwandeln in flüssiges Telluxid. Und dann können wir auch noch, das ist auch nochmal eine andere Kiste, das können wir uns auch alles nochmal angucken. Aber ich glaube, ich muss hier erstmal irgendwie das Problem fixen, denn Wasser hin oder her, es gefällt mir nicht wieder, also, ne, ist für mich irgendwie, nee, gefällt mir so nicht. Ich glaube, das werde ich nochmal ein bisschen optimieren. Und ich denke, wir werden hier mal cutten. Und werden in der nächsten Folge uns dann den Transport angucken. Denn das würde ich ganz gerne mal ohne Förderbänder probieren mit den Frachtschiffen. Und danach ist es eigentlich nur noch die Weiterverarbeitung. Denn damit haben wir theoretisch, wie ich das hier sehe, eigentlich alle Produkte, die wir zum momentanen Zeitpunkt, ich sag mal Komponenten, ne, Telluxid Wafer, Polymidsäure ist kein Problem, Polymerplatte ist kein Problem, und die Wafer machen wir aus dem flüssigen Telluxid. Also das sollte kein Thema sein, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Wir müssen uns natürlich dann irgendwo nochmal unsere Forschungspaket reinmogeln. Das wird so geil. Diese Fracking-Türme und sowas habe ich auch richtig Bock drauf. Da brauchen wir Roboter-Elemente. Ich schmeiß, glaube ich, hier mal noch so eine Forschung an. Beziehungsweise denke ich fast, dass es Sinn macht, vielleicht nochmal irgendwie in sowas zu forschen. Wir haben ja momentan noch ein paar Sachen. Und dann gucken wir uns das einfach mal an. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.